Heute wird's richtig wild, denn wir werden heute unseren ersten S-Rang Bambu ziehen. Ich habe inzwischen so viele Bubons gespart, dass wir auf jeden Fall garantiert ein S-Rang Bambu kriegen. Und ich habe da noch nie reingepult. Ich habe extra bis zu diesem Moment gewartet. Und ich hoffe, wir haben auf jeden Fall Glück. Und vielleicht kriegen wir ja auch jemanden eher. Welchen wir kriegen und wie ich meine Strategie einmal umgeplant habe, das erzähle ich euch dann später noch. Ich wollte ja eigentlich auch Ellen haben, aber ja, sage ich euch später noch was zu. Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass wir das Ganze hier als Free-to-Play-Projekt machen und ich will euch da immer auf dem Laufenden halten. Und wir sind inzwischen Level 33,5 und ja, es läuft ziemlich gut. Mein Herz ist fast voll, beziehungsweise meine Ausdauer. Deswegen starten wir gleich erstmal mit den Dailies und danach wird es die Puls geben. Und dann gucken wir mal, wie unser neuer Bambu, den wir dann pullen können, also erstmal leveln wir den natürlich hoch, aber wie er dann auch performt. Und ich sehe gerade im Hintergrund, was ist denn mit der lieben Oma, Frau Jani? Hallo Frau Jani, wie geht's Ihnen? Guten Morgen. Wird mir schwarz vor Augen? Ja, ich hoffe nicht, ne? Bitte fallen Sie nicht um. So, weswegen war sowas? Hat sie mir jetzt was gegeben? Die hatte gerade so ein komisches Punkt-Punkt-Punkt über den Kopf, aber nö. Guck mal, wen haben wir hier denn noch? Da, die Piper ist da. Let's go. Es ist ja irgendwie ganz lustig, zu bestimmten Tages- und Uhrzeiten findet man einige Charaktere manchmal hier, mit denen man dann interagieren kann. Richtig cool. So, ich mache jetzt aber erstmal fix mein Daily Stuff und danach geht's zu dem Puls. Erstmal Moin Howl. Ich hoffe immer noch, dass ich Millionär werde und irgendwas Gutes kriege, aber hier kommen immer nur Dennys. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja auch noch zu Frederico gehen. Ich nenne ihn jetzt einfach Frederico. Ich weiß nicht, was für einen Namen der hat. Und der kann uns eine leckere Latte Macchiato machen. Bitte Latte. Oh, dankeschön, Frederico. Dankeschön. Mmh. Oh, das ist lecker. Gracias. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Buongiorno und tschüss. So, das hier ist auf jeden Fall mein Main-Team. Und so werden wir erstmal für eine Weile durchs Spiel gehen. Es ist eigentlich total Free-to-Play-freundlich. Nekomata war mein erster 5-Star, beziehungsweise S-Rank. Und jetzt fehlt nur noch der passende Bambu. Vielleicht wisst ihr ja schon, welchen wir dann benötigen. Aber ansonsten seht ihr es auf jeden Fall gleich. Und ja, ich mache mal ganz schnell hier mein Ausdauer weg. Schnapp sie dir, Nekomata! So, und damit haben wir unsere Ausdauer schon mal weg. Das ging richtig flott heute. So, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist hier einmal unsere Erkundung. Guck mal, was haben wir bekommen? 13.000 Dennys, let's go. Heute nehmen wir Heddy oder Sial? Komm, nehmen wir Sial. Und was steht heute an? Suspense, Interview und Mode wollen die heute kaufen. Können sie gerne haben, wenn ich denn alles habe. Suspense ist am Start und Interview. Ich habe kein Interview. Dann nehmen wir einfach noch so eins. Und starten. Was ist hier? Familienzeitplan? Ah, Dailies sind fertig und wir dürften jetzt Level 34 sein? Nope. Ja, fast. Fast. Ja, das ging jetzt ziemlich flott. Eigentlich können wir jetzt dann direkt schon für unseren Bambu pullen. Und den dann bestmöglich hochleveln. Und anschließend werde ich noch die Höhle 0 einmal spielen und dort die ganzen Punkte vollballern. Da gibt es ja immer so wöchentliche Punkte, die man voll machen muss. Und hier habe ich leider noch gar nicht angefangen. Shio-Verteidigung ist ja quasi wie der Abyss. Da haben wir on-stream schon ein bisschen was gemacht. Aber das werde ich dann vielleicht auch nochmal in einem anderen Video machen, wo wir dann hier versuchen, bestmöglich weit zu kommen. Ich glaube, am Anfang braucht man immer nur ein Team. Aber irgendwann werden es dann zwei Teams sein. Quasi wie halt im Abyss. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir mit unserem Team da aktuell kommen würden. Ich glaube, die Höhle 0 nimmt halt, dadurch, dass man noch nicht so stark ist, ultra viel Zeit in Anspruch, bis man die 6000 Punkte vervollständigt hat. Und da hinten habe ich gerade noch Officer gesehen. Officer Milu, sind Sie Milu? Ah nee, das ist der Gerund. Hat er irgendwas? Was ist los? Okay, ich dachte, die geben mir dann immer irgendwas, aber ich habe mich wohl geirrt. Auf jeden Fall gehen wir rein. Ellen. Ja, wie gesagt, eigentlich finde ich Ellen super. Ich mag auch die Fraktion von Ellen super, ne? Also eigentlich ist das voll mein Geschmack. Aber ich habe mich jetzt erstmal doch entschieden, also dagegen entschieden, sie zu pullen, weil sie halt nicht garantiert wäre. Und dadurch, dass wir ja Free-to-Play sind, will man natürlich nicht viele Charaktere haben, sondern vielleicht ein paar bestimmte Main-DPS, die dafür aber richtig reinhauen und die mich dann durchs Mid-Late-Game carryen. Unser Ziel ist es Free-to-Play, den gesamten Content hier zu clearen. Und auch wenn schwierigere Herausforderungen kommen, will ich den natürlich absolvieren. Und da ist es irgendwie wichtig, dass wir nicht nur einen S-Rank-Agenten kriegen, der richtig gut DPS machen kann, sondern auch eventuell seinen W-Motor dazu. Ist als Free-to-Play zwar ultra schwierig, aber ich denke, das ist eine gute Strategie. Deswegen werde ich so viele Filme ansparen, bis ich einen S-Rank-Agent kriege und auch garantiert seinen W-Motor, oder zumindest fast garantiert.
sodass wir da auf jeden Fall richtig krasse DPS-Charaktere haben. Zuerst bin ich mit Nekomata, Envy und auch Nicole super zufrieden und deswegen werden wir jetzt auch das passende Bangbu für die holen und das wird Amillion sein. Denn Amillion, der hat hier nochmal einen zusätzlichen Buff, wenn zwei oder mehr Figuren von den Cunning Hearts sich im Team befinden. Und da mein komplettes Team, also sowohl Nekomata als auch Envy und auch Nicole, alle von den Cunning Hearts sind, passt das hier perfekt, ne? Also besser geht's gar nicht. Aktuell mag ich zwar Victorias Housekeeping-Fraktion am liebsten, irgendwie finde ich das total cool, aber da kommen sicherlich noch ganz viele weitere und ja, deswegen werden wir jetzt erstmal für Amillion pullen. So, ich habe auf jeden Fall noch nie in diesem Banner gepullt. Wir haben 98 bisher Free-to-Play ansparen können. Die kriegt man ja auch überwiegend nur Free-to-Play. Ich glaube, aus dem Battle Pass kann man einige noch kriegen. Aber ansonsten ist das ja eine reine Währung, die man sich nicht erkaufen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Machen wir mal den ersten 10er. Let's go. Wenn die anfangen zu rappen im Hintergrund, dann ist es ein S-Rank, ne? Aber ich weiß nicht, ob die von vornherein rappen oder erst im Nachhinein. Viermal A, okay. Wir überspringen das Ganze mal. Wobei, ich will mir die Animation eigentlich angucken. Okay, und der Rest sind B-W-Engine, also B-Rang-W-Engines. Hier haben wir einmal Bangbu A, Elektrobu. Der ist doch schon mal gut für Elektro-Teams, offensichtlich. Und Magnetobu, auch nicht schlecht. Der könnte eigentlich auch gut für Elektro-Teams sein. Ne, Elektrobu, Magnetobu, passt irgendwie. Oh, der Zielscheibu. Ohne Spaß, ich habe noch, glaube ich, im letzten Video gesagt, dass der am meisten zu mir passen würde. Finde ich cool. Okay, krass. Wir kriegen wohl echt, also die sind wohl hier ein bisschen höher, die Drop-Chance. Und Teufelsbu. Mega. Ja, ich würde sagen, der erste Zehner kann sich sehen lassen, ne? Und man kriegt nochmal eine zusätzliche Währung. Was die macht, weiß ich aber auch nicht. Okay, weiter geht's. Ab mit dem nächsten. Ah. Sind es wieder mehrere A? Diesmal nur einer. Dann skippen wir mal. Es ist... Oh, Detektivobu. Hä? Nee, der heißt Entdeckerbu. Hätte ja sein können, ne, dass er Detektiv ist. Oh. Leider kein S-Rank. Auch wieder nur einer. Krass, dann hatten wir beim ersten Zehner wohl richtig Luck. Es ist... Okay, den haben wir schon, den Kartonbu. Nee, er heißt Tütebu. Die kann man, glaube ich, auch verfeinern, wenn man mehrere hat, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber gucke ich mal gleich nochmal nach. So, wir machen den nächsten Zehner. Sobald natürlich ein S-Rank kommt, werden wir sofort sparen, um für unser zweites Team zukünftig dann den passenden S-Rank-Boot zu kriegen. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure ersten Bangbu-Pulls liefen und für welchen ihr euch entschieden habt. Krass, jetzt haben wir zweimal Zielscheibu bekommen. Vielleicht muss ich ihn doch nehmen. Wir machen weiter. Wir haben jetzt, glaube ich, 40 Pulls. Nee, doch 40. Und 40 fehlen noch. Bis zum S-Rank. Hoffentlich kommt er ein bisschen eher. Komm schon. Nee. Wäre natürlich auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Es ist wieder einer und der dürfte direkt als erstes kommen. Es ist Magnetobu. Nehmen wir mit. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht will das Game, dass ich ein Elektro-Team spiele, ja? So. Es bleibt bei A-Rank-Boos. Okay. Eins, zwei. Zwei Stück. Die ersten beiden. Wir gucken uns die an. Nochmal Zielscheibu. Den habe ich dann jetzt schon, falls man die verfeinern kann. Auf vier. Und Sumobu. Der Sumobu ist witzig. So, 20 noch. Ja. Jetzt kann er sich das eher kommen auch sparen. Okay. Das ist unser S-Rank. Und der ist ja jetzt auch garantiert, es ist der letzte. Ich skippe da durch, weil ich will wissen, ob die S-Rank-Bambus eine Animation oder so haben. Pinguin-Bu ist mit am Start. Komm mal ran. Wir nehmen dich mit. Doch trotzdem haben wir den anderen Shit. Also unseren ausgewählten Bangbu, den wir natürlich dann auch erstmal ausrüsten werden, der auch zu unserem Team dann optimal passt. Hoffentlich carryt er mich. So, wo ist er? Da ist er. Amillion. Ja, genau, das habe ich mir erhofft, dass er nochmal so eine Animation hat. Aber der hüpft nur rum. Mach doch was. Breakdance oder twerk mal für uns. Wup, 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 Amillion. Sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus und passt halt zu den Cunning Hairs. Deswegen haben wir uns auf jeden Fall für ihn entschieden. Mega. Ich hoffe natürlich, wir kriegen ihn jetzt auch hochgelevelt. Und ich bin froh, vielleicht gibt es hier sowas wie ein Soft-Pity. Auf jeden Fall sind 28 Puls übergeblieben. Und ja, die werden wir uns dann aufbewahren. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch hier diese Bupong-Währung bekommen. Damit können wir auf jeden Fall
ja, uns nochmal ein paar Bupons kaufen. Ist schon mal gut. Und was ist das hier? Kann verwendet werden, um einen Bambu einmal zu modifizieren. Das sieht aus wie eine seltene Ressource, die 1200 kostet. Holy shit. Und wir können uns auch Boost hier rauskaufen, sehe ich gerade. Habe ich mir actually noch nie angeguckt, so genau. Ja, der Rest, den Rest muss ich mir eigentlich nicht angucken. Als Free-to-Play ist der Shop sonst so ein bisschen, ja, nicht so freundlich für uns. Aber richtig gut. Und hier müssen wir mal gucken. Ich glaube, für Nekomata ist das ihr bestes S-Rank. Nee, das Durchbruchagent. Dann irgendwo gibt es ja auf jeden Fall für Nekomata, glaube ich, eins. Hier, ich glaube, das war's. Muss ich mir nochmal angucken, die Stahlpfote. Wenn das viel besser ist als unser A-Rank-Engine, was wir haben, dann ist es vielleicht auf jeden Fall eine Überlegung wert, dass wir uns da dafür das holen und das sparen. Weil Nekomata bzw. mein Cunning Hair Teams soll ich auf jeden, möchte ich auf jeden Fall langfristig nutzen. So, ab in den Modshop. Und hier sind die guten, die wir alle bekommen haben. Und ja, es gibt Sterne, wir können die alle verfeinern. Das ist crazy, wie viele wir jetzt schon bekommen haben. Eigentlich fehlen jetzt, glaube ich, nur noch... Ja, okay, ein paar A-Rank fehlen noch. Aber überwiegend natürlich die S-Rank-Dinger, ne? Ja, können wir eigentlich direkt aktualisieren. Hier auch direkt dreimal. Krass. Muss ich mir mal angucken, welche wir gegebenenfalls noch spielen oder bauen werden. Aber jetzt natürlich erstmal A Million, weil der ganz gut passt. Hoffentlich kriegen wir den auch perfekt hochgelevelt. Okay, hier müssen wir uns eventuell schon... Okay, jetzt kriegt man Höhle 0 und gemischt waren. Kann man das gar nicht mit seiner Ausdauer laufen? Nein, es fehlt noch ein bisschen. Aber hier, Höhle 0 und gemischt waren ist wo? Ach, hier! Bei den Kaufberatungen und Kleingeldboost. Okay, aber irgendwie ist der Laden geschlossen. Die geben mir gar nichts. Recht. Was haben wir hier oben bekommen? Ah, guck mal. Hier gibt es auch nochmal was. Und ein Bupong. Ja, wir können ihn erstmal nicht über 20 leveln. Dafür müssen wir jetzt tatsächlich wirklich die Höhle 0 erst machen. Ich dachte mir kurz, dass wir vielleicht erstmal in den Abyss reingehen. Aber dann, wie es aussieht, kann man Boost nicht so oft und so schnell leveln. Deswegen müssen wir mal in Höhle 0 rein. Aber das sollte diesmal schneller gehen, weil wir haben da einen neuen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Hier sehe ich es gerade. Hier gibt es immer diese Belohnung. Flüssigkeit der Energiezubereitung. Kommt man nicht anders daran? Das ist ja crazy. Also ja, muss ja erstmal auf 20 bleiben. Und der wird aber so schon besser sein als Tütebo auf 30, oder? Ja, nicht ganz, aber vielleicht durch die Buffs zusätzlich. Die geben ja nochmal mehr Physical Damage und so. Das ist schon richtig gut für Nekomata. Also rüsten wir ihn aus. Aber wir können echt diese Währung hier nur kriegen, indem wir sie herstellen, was wir nicht können. Zerlegen geht auch nicht. Gemischt Warenladen. Auch nicht. Also Höhle 0. Let's go. Ja, mal gucken, ob wir das hier schaffen. 2500 Punkte kriegen wir dafür. Das müssten wir dann zweimal machen. Und mal gucken, ob wir unseren neuen Bambu hier auf jeden Fall testen können. So, rüsten wir den mal aus. Auswählen. Und hoffentlich kriegen wir den danach auch hochgelevelt. Leider muss man hier immer wieder durch diese nervigen TV-Szenen. Ich würde das natürlich gerne überspringen, wenn es geht, aber es ist, wie es ist. So, wir haben irgendeine Zeitherausforderung angenommen. Ich hoffe, der macht seinen Job. Da hinten ist er. Guckt ihn euch an. Er stellt seine Maschinengun auf und... Oder Minigun. Und... Bum, 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 bum. Wie viel Damage macht er so? Da. Bam, 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 bam. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Wenn wir den dann hochleveln können, wird er nochmal besser. So geil. Okay, hier kommen schon mal... Irgendwie Bossgegner. Los, gib ihm. Da. Ist schon voll geil. Sehr gut, sehr gut. Dieser Typ andauernd, ne? Der will immer mir so einen Kredit aufwängen. Ich lehne das immer ab, dann kriegt man 100 Münzen so geschenkt. Das ist schon mal ganz cool. Also soweit ist es noch relativ easy. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten drin. Und kommen super durch. Das ist aber ein großer Gegner. Aua, 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 aua. Los, Imperl, was auch immer wir da für einen Schadenszahl gemacht haben. Aber Nekomata, du kriegst den kaputt. Los, und mein Bambu hilft auch fleißig. So, er ist gefolgt, sehr schön. Los, Bambu. Okay, nice. Wir haben ihn. Sehr schön. Sehr schön.
Er hat auf jeden Fall jetzt ein paar Schrauben locker. Und das ist gut so. Das war jetzt schon mal Teil 2 von 3. Okay, also kommt jetzt noch die letzte Szene. Leider nicht innerhalb der 120 Sekunden geschafft. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ja, jetzt kommt wieder Typ Kredit. Nee, danke. Ich passe. So, kommt jetzt der feine Bosskampf? Ich weiß es nicht. Das war ja easy. Ja, wahrscheinlich war es nicht der feine Bosskampf. Da wird noch was krasseres kommen. 100 Pro. So, jetzt kommt aber der letzte Kampf. Da war gerade noch mal kurz der Kreditanalyst. Wir sind ihm nicht schuldig. Wir haben immer alles abgelehnt. Und ja, let's go. Würde ich sagen. Schaffen wir den? Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe doch sehr. Aua. Los, Minigun. Nice. Die Musik ist auch geil. Guck mal, es klappt ja fast flawless. Ich glaube, er hat es nicht einmal getroffen. Hat er mehrere Phasen? Der hat eine weitere Phase, 100 Pro. So wie der hier ausrastet. Aua. Let's go. Aua. So, mach ihn fertig. Komm schon. Fast geschafft. Boom, boom, boom. Los, Nikomata. Easy. Let's go. Also die 2500 Punkte Stage schaffen wir sehr wohl. Das ist schon mal gut. Wir haben zwar jetzt hier nicht schließt zweimal eine Operation im Schwierigkeitsgrad Frontline oder höher ab. Okay, was ist das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es hier geschafft. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen. Und dann doch mal eine einfachere Stage. Wir kriegen auf jeden Fall hier Level-Up-Materialien, was nice ist. Und dann können wir das unserem Wu vielleicht etwas hochleveln. Ja, sollte klappen. Und Level 34 sind wir auch. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Level-Up-Materialien für Level 30. Das ist doch geil. Sehr schön. Und auf 40 könnten wir den eigentlich auch schon machen. Aber hier fehlen uns halt wieder Objekte. Aber wenn wir jetzt noch ein paar Mal Höhle 0 machen, kriegen wir ihn vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche dann auf einem hohen Level. Beziehungsweise auf Level 40 halt. Nice. Und erledigt. Tada, wieder ein Level up. Sehr schön. Das war jetzt die einfache Stage, wo wir nur 1250 bekommen haben. Aber das hat auch irgendwas gebracht. Zack, hier. Let's go. Brauche halt irgendwie diese andere Währung hier. Es gibt hier drei Währungen und je nachdem, welche Stage man macht, kriegt man eine unterschiedliche Währung. Und überall fehlt mir nur noch was anderes und nicht mehr das Gelbe. Deswegen, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch 2250 Punkte. Das heißt, ich werde jetzt nochmal den hier machen und mal gucken, ob wir danach unseren Bangbo auf 40 leveln können. So sehen wir uns wieder. Oh Mann, der Weg hierhin ist durch diese TV-Szenen leider immer sehr mühsam. Mega. Sehr, sehr geil. Den konnten wir auch nochmal abschließen. Das heißt, wir haben jetzt die maximale Punktzahl dieser Woche erreicht. Es dauert auf jeden Fall schon ein bisschen. Jedoch denke ich, umso stärker man wird, umso mehr man natürlich spielt, umso besser die Charaktere werden, desto angenehmer wird das Ganze. Und man schaltet hier auch noch ein bisschen mehr Abwechslung frei mit der Dauer. Deswegen geht das dann bestimmt. Aber das ist halt irgendwie so mit der Endgame-Content, kann man ja so sagen, ne? So, wir haben hier auf jeden Fall noch unsere Punkte bekommen. Hier haben wir was zum Einsammeln. Und haben wir jetzt auch nochmal diese Bangbu-Punkte bekommen? Können wir jetzt nochmal unseren Dude hochleveln? So, schauen wir mal. Ne, 7 von 20. Wir brauchen 20 Stück und ich kann gar nichts herstellen. Wow, wir könnten nur zerlegen. Ist auch nicht möglich, ne? Wobei, macht das Sinn, die Lilan zu zerlegen? Bestimmt nicht. Deswegen machen wir es auch nicht.
Und die Gemischwarenladen waren nochmal was? Ich hab's mir zu Beginn. Achso, das war hier. Ich komme mit denen aber nicht interagieren. Die sind sass. Die wollen nicht. Die verkaufen nichts. Warum führt mich das zu denen hin? Weil ich ab einem bestimmten Level verkaufen die mir auch Sachen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ultra viel geschafft heute. Einen neuen S-Rank Bambu, der mega abgeht. Ich habe den ganzen wöchentlichen Stuff erledigt, was jetzt ultra lange sich gezogen hat. Und beim nächsten Mal gucken wir uns vielleicht, ich suche es gerade, verzweifelt, hier. Beim nächsten Mal gehen wir mal in die Shio-Verteidigung rein und gucken mal, wie viele Sterne denn wir hier bekommen. Denn das wird auch nochmal interessant, das ist ja quasi so der Ebb ist. Ich gucke da mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob es da ein Reset gibt und wenn ja, wann. Wahrscheinlich erst ab einer Stufe, wo wir noch gar nicht sind, ne? Achso, ich glaube, das ist hier noch das Einmalige. Ja, okay. Wir müssen erst die einmaligen Stages wahrscheinlich freischalten, um dann, damit es zu den Kniffligen kommt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie weit wir kommen. Ich habe hier schon mal, wie ihr sehen könnt, die ersten zwei On-Stream so ein bisschen ausprobiert und da haben wir die maximalen Sterne bekommen. Hier ist mit Level 30 und empfohlenes Attribut Ether. Das sollten wir auch noch schaffen, aber ich bin mal gespannt, wie weit wir letztendlich kommen. Gibt es auf jeden Fall auch fette Belohnungen für. Und ansonsten soll es das mit der Folge gewesen sein, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support und fürs Zuschauen. Und schreibt mir mal gerne euren ersten Bambu, den ihr bekommen habt, in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.